Das ist halt eine Karikatur. Hallo, ich bin Sascha. Und ich bedachte, dass wir so ein bisschen... Ja, das ist meine Metallesfreiheit. Ich hatte mir eine Karikatur, die ich mir natürlich nicht einmal vor Ort spielen. Das war jetzt doch mal so. Das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Okay, da waren jetzt ein paar, also bei ein paar ist die Spontanität heute nicht ganz so pünktlich. Versuchen wir es nochmal. Das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Sehr schön. Versuchen wir es mit dem internationalen Schlager. Ihr seht, alle Schlager fangen mit derselben Tonart an. C-Dur, sehr beliebt. Round Control to Major Tom. Round Control to Major. Kurze Frage. Wer war der erste Deutsche im Weltall? Sigmund Jähn, genau, Sigmund Jähn. Manche denken nämlich, es ist Major Tom. Nein, das ist Sigmund Jähn. Und der ist 1978 als Bürger der DDR, damals aus Baikonur, der ehemaligen Sowjetunion, in den Weltraum gestiegen. Er kommt aus Morgenröte-Raupenkranz, das liegt in Sachsen. Und das nun folgende Stück ist praktisch eine Aufzeichnung, also die NSA gab es auch damals schon, eine Aufzeichnung zwischen dem Funkkontakt zwischen Sigmund Jähn und der Bodenstation. Deswegen klingt das jetzt hier auch so ein bisschen nach Balalaika, ein bisschen russisch. Bodenstation an Sigmund Jähn. Bodenstation an Sigmund Jähn. Brüderchen, trink ein Wodka und lass es dir gut ergehen. Denn schon bald wirst du als Held im neuen Deutschland stehen. Die Soyuz 31 hebt ab, durchschreitet die Erdatmosphäre und kreist im Orbit. Genosse Sigmund Jähn, du bist im All, umrundest den Erdball. FDJ-Pioniere winken dir jetzt zu, und die Frösi möchte gern ein Interview. Hier spricht Sigmund Jähn, ich hau jetzt ab. Ich hab die Faxen satt. Ich flieg, wohin die Stasi mich niemals kriegt. Ja, da habt ihr euch ganz schön ins Knie gefickt. Denn von hier kriegt mich keiner mehr in den Osten. Schönen Gruß an die Partei, sagt meiner Frau, es ist vorbei. Bodenstation an Sigmund Jähn, die Leitung war gestört. Wir haben sie leider nicht gehört. Doch hören Sie mich, Genosse Jähn, hören Sie mich, Genosse Jähn, hören Sie mich. Kriegt hier keiner mehr in den Osten. Ich flieg zum Mond. Schönen Gruß an die Partei, sagt meiner Frau, es ist vorbei. Und schaut ihr nachts hinauf zum Mond, dann denkt daran, dass hier ein Sachse ruht. Aus dem Orbit nach Berlin-Mitte, auf der alten Schönhauser Straße vor dem Restaurant. Eine Menschenmenge hofft und bangt um einen Tisch beim in-Vietnamesen Monsieur Wong.
Nur weil hier angeblich mal eine Hollywood-Celebrity gegessen hat, stehen sie sich ganz freiwillig wie Obdachlose vor der Suppenküche. Ich meine, abgesehen davon, die Suppen sind wirklich gut, aber man könnte auch woanders hingehen. Die Füße platt. Die Leute in dieser Gegend haben sehr dünne Beine. Ihr braucht noch nie dort gewesen zu sein und trotzdem wisst ihr, wen ich meine. Happy Hipster, sie kamen hierher mit EasyJet und Ryanair, mit dem iPhone in der Hand, ziehen sie durchs ganze Land. Wohin ich mich auch dreh, ich seh ein neues Starbucks-Café. Und kommt eine Oma ins Altersheim, dann freut sich der Makler, denn die Hipster ziehen dort ein. Die Möbel von der Oma aus der DDR stylen sie sich vintage-mäßig her. Jedes zweite Wort Englisch, das ist erste Hipsterpflicht. Entschuldigen Sie, Herr Sarrazin, von wegen die Türken in Berlin lernen die deutsche Sprache nicht, you know what I mean. Happy Hipster, sie kamen hierher mit EasyJet und Ryanair und mit dem iPhone in der Hand fahren sie auf dem Fixie durch das ganze Land. Wohin ich mich auch drehe, ich seh Starbucks-Café. Und gerne geb ich's zu, dass auch ich gern so einer wär. Ich hab's. Also nehm ich 50 Kilo ab, hab dünne Beine wie das MacBook Air. Dann bin ich the most happy hipster. Als wir noch klein waren und Vater uns verließ, da spürten wir eine Ungeborgenheit. Wir hatten kein Geld, ein kalter Wind blies. Und trotzdem war es auch eine schöne Zeit. Wir standen oft vor verschlossener Tür, doch hatten wir uns und dich dafür. Bud Spencer, aus seinen Filmen lernten wir fürs Leben. Bud Spencer, manchmal muss es eben Haue geben. Manchmal führt kein Weg dran vorbei und dann gibt's ne Keilerei. Bud Spencer, was haben wir gelacht? Du hast uns gut ins Bett gebracht. Dein Schlag von oben ist legendär. Bud Spencer, wir danken dir sehr. Wir danken dir sehr. Und unser Stiefvater war nicht immer nett. Er verprügelte uns und nahm den Jüngsten mit ins Bett. Doch es kam der Tag, da war das vorbei. Er versuchte es wieder, doch wir schlugen ihn zurei. Wir weinten oft vor verschlossener Tür. Doch hatten wir uns und dich dafür. Bud Spencer, aus deinem Film lernten wir fürs Leben. Bud Spencer, manchmal muss es eben Haue geben. Manchmal führt dein Weg dran vorbei und dann gibt's ne Keilerei. Bud Spencer, was haben wir gelacht? Du hast uns gut ins Bett gebracht. Dein Schlag von oben ist legendär. Bud Spencer, wir danken dir sehr, wir danken dir sehr. Und wenn du mal stirbst, kommen wir an dein Grab, werfen Blumen hinein, als würdest du unser eigener Vater sein. Bud Spencer, gute Reise.
wir danken dir. Und wenn mich heute einer verscheißern will, dann denk ich an dich und Terence Hill. Bud Spencer, aus deinen Filmen lernten wir fürs Leben. Bud Spencer, manchmal muss es ihm Haue geben. Manchmal führt dein Weg dran vorbei. Und dann gibt's ne Keilerei. Bud Spencer, was haben wir gelacht? Du hast uns gut ins Bett gebracht. Dein Schlag von oben ist legendär. Bud Spencer, wir danken dir so sehr. Dankeschön. Ich gehöre glücklicherweise inzwischen jetzt nicht mehr zu den arbeitslosen Künstlern dieser Stadt. Ich habe ein festes Engagement an einem Theater, ist alles wunderbar für mich im Moment, aber lange Zeit war das nicht so. Da gehörte ich einfach zu diesen abertausenden Leuten in dieser Stadt, die Schauspieler oder Sänger oder sonst irgendwas sind und die sich so, ja, also das Problem ist, als Schauspieler zum Beispiel oder als Künstler überhaupt zu sagen, nee, wir bleiben es jetzt mal, weil ich habe keine Zeit mehr, wir bleiben bei Schauspielern. Das Ding ist, man rennt zu Castings und wird häufig abgelehnt, bis man dann irgendwann darauf kommt, dass das gesamte Rollenaufkommen von Drehs, ob es jetzt Film oder Fernsehen ist, von 100 Schauspielern abgedeckt wird und deren Kinder. Und das ist natürlich sehr frustrierend und man kann jetzt sagen, okay, Schauspieler ist natürlich ein Traumberuf, das wollen viele werden, das kann auch nicht jeder schaffen. Beim Fußballer ist es ähnlich und ich habe vorhin gesagt, und ihre Kinder, wenn man jetzt mal nachdenkt, wie viele Bundesligaspieler es gibt, deren Vater mal berühmt war oder so, kaum. Wenn man bei Schauspielern mal so in sich geht und sich fragt, irgendwie, wer da alles irgendwie nachgekommen ist, dann sieht das ganz anders aus. Ich nenne keine Namen. Aber wenn jetzt gesagt wird, das liegt alles am Talent, dann stimmt das nicht. Das ist sehr viel Vitamin B. Warum ich das jetzt hier sage? Wir sind gezwungen, also ich bin gezwungen, GEZ zu bezahlen, ja? Also ich muss praktisch das bezahlen, dass ich nicht besetzt werde. Man muss das nicht. Kommt nicht an, ja? Es ist auch genauso, okay, da schüttelt einer mit dem Kopf, wahrscheinlich, ich kann es von der Steuer absetzen, stimmt, nein, aber ich muss erstmal was verdienen. Ja. Das ist das Problem, bevor ich Steuer bezahlen kann. Und so ähnlich ist es auch mit populärer Musik zum Beispiel, also diese Lieder, die gibt es also teilweise auf CDs, die rausgekommen sind und mein Verlag sorgt schon dafür, dass die dann bei den Redakteuren auf dem Tisch landen. Klar, das klingt ja nicht so mit dieser Mini-Gitarre, ist schon richtig produziert, aber dieser Musikredakteur hat halt irgendwie so einen Stapel irgendwie an CDs und dann guckt er halt irgendwie und jetzt hat Madonna ihr 100. Album aufgenommen. Das ist natürlich wichtig und es gibt sehr viele Leute wie ich, die dann irgendwie kaum gespielt werden, aber trotzdem dafür bezahlen müssen. Ja, und ich persönlich habe da ein Problem mit und das habe ich jetzt gesagt. Dankeschön. Ja, wie geil. Fand ich richtig gut. Dankeschön. Wie heißt denn der Mensch? Wie heißt denn der Mensch, wurde da gefragt. Wie war nochmal dein Name? Warte mal, du bist der Sascha. Aber Sascha heißen ja viele. Wie kann man dich finden, wenn man deine Kunst mag? Na, komm mal her. Sascha Nikolic eingeben und dann findet man eventuell bei diesen ganzen Facebook, darf ich das sagen? Amazon. Nee, du musst Fakebook sagen, dann ist es richtig, aber ja, sollte man benutzen und dann kann man deinen, also wir werden den Link dann einfach mal bei uns auf die Seite legen.